Also um mehr Pendler aufs Fahrrad zu kriegen, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Es wird passieren. Weil die Entwicklung, die wird weitergehen. Die Räder werden effizienter werden, die werden eine größere Reichweite haben, eine höhere Akzeptanz. Im Moment gibt es noch, was ich immer wieder höre, nee, ich brauche das noch nicht. Ich brauche es eigentlich auch nicht, aber irgendwie ist es toll, das zu haben. Und ich sitze auf dem Rad irgendwie von all meinen Rädern, die ich habe, irgendwie zu 80%. Also ist da irgendwas schon dran. Und zwar, weil ich es möchte. Und vor allen Dingen, ja, es ist Tatsache so, dass ich ab und zu mein Auto einfach stehen lasse, weil ich denke, komm, springst hier rauf, zack, fährst da schnell hin. Was ich vielleicht mit einem normalen Rad nicht machen würde. Also von daher ist es ja eigentlich schon definitiv eine Sache in die richtige Richtung, diese E-Bikes oder Pedelecs. Wenn der Staat zum Beispiel auf die Idee kommen würde, E-Bike-Fahrer gerade jetzt im beruflichen Pendelverkehr noch mehr zu unterstützen. Ich meine, da laufen ja schon Leasing-Themen, wo man das auch im Grunde auch voll absetzen kann. Sind wir da eigentlich schon auf der Richtung? Also ich denke mal, man denkt da schon und gerade jetzt im Moment in diesem ganzen Diesel-Thema ist natürlich so ein E-Bike eigentlich genau der richtige Moment, um sowas anzuschieben. Und klar, für den einen ist es zum Schaden und für den anderen zum Vorteil. Also von daher sind wir, glaube ich, mit den Rädern gerade am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt. Also im Moment sieht man ja, dass auf vielen Bereichen die E-Mobilität extrem unterstützt wird und immer mehr Fans gewinnt. Im Prinzip denke ich, ist es eine total gute Richtung, die da eingeschlagen wird, die sicherlich nicht immer funktioniert, aber in vielen Teilen funktioniert und damit eine schöne Möglichkeit ist, einfach für die Natur so einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Und jeder muss für sich selbst letztendlich selber entscheiden, wie viel Verantwortung und Input er bringt. Gerade wenn man das Fahrradfahren sieht, ist ja auch nochmal nicht nur der Aspekt der Umwelt, sondern auch nochmal der Aspekt der Gesundheit. Man investiert ja auch in seine Gesundheit dabei. Also von daher, ja, wer clever ist, der fährt eigentlich E-Bike. Also wenn ich heute was verändern könnte im Rahmen mit Fahrrädern, dann würde ich mich dafür einsetzen, dass wir das Geschwindigkeitslimit auf 35 km/h anheben. Aus mehreren Gründen, weil die 25 fährst du eigentlich extrem schnell. Da bist du extrem schnell bei der Geschwindigkeit und bist dann nachher anschließend wieder in dem Bereich, der einfach ein bisschen mehr Widerstand bietet oder der gibt. Aber zum anderen wirst du auch viel mehr Leute aufs Fahrrad kriegen, weil dann ist der Reiz viel höher. Amerika laufen die Räder eh alle 32 km/h. Umgerechnet, ich bin drüben auch gefahren, das fühlt sich viel angenehmer an. Selbst 30 km/h wären wir uns eigentlich schon besser, aber 25 km/h ist tatsächlich eigentlich zu wenig und da muss man wirklich mal gucken, ob man da nicht mit der Politik irgendwie da eine Richtung rauskriegt, weil es würde, wie gesagt, viel mehr Leute aufs Fahrrad kriegen und das wäre eigentlich im Sinn der Sache.